Sie hatten sich mit ihrer deutlichen Kritik am Vorgehen der Regierung und der ihr zugeordneten Institute Robert Koch und Paul Ehrlich zur Zielscheibe gemacht und haben daraufhin das Land verlassen müssen. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, nur für mich und unsere Hörer wäre schön zu wissen, ob es Ihnen hoffentlich wieder besser geht. Nun ja, ich habe eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Fragen, die mit meiner Tätigkeit zusammenhängen, damit, dass ich, wie Sie ja einleitend gesagt haben, Impfstoffe zugelassen habe. Und ich mich dann doch sehr gewundert habe, in welcher Schnelligkeit und nachdem ich die Unterlagen dann von der European Medical Agency gesehen hatte, in welcher Nachlässigkeit hier Impfstoffe, die ja gar keine Impfstoffe sind, sondern gentherapeutische Substanzen, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht von Impfung reden, dass diese gentechnologischen Substanzen in einer Schnelligkeit zugelassen wurden, die sämtlicher wissenschaftlicher und regulatorischer Grundlage entbehren. Ich habe dann viele Fragen gestellt und diese Fragen wurden, liebe Frau Schmidt, tatsächlich auch beantwortet, und zwar am 17. Juni 2021, morgens um 7 Uhr, standen 4 bewaffnete Polizisten und 9 Zivilisten vor der Tür, die mir dann auf ihre Weise die Frage beantwortet haben, und zwar durch eine menschenunwürdige und brutale Hausdurchsuchung, die bis heute nicht ganz aufgeklärt ist. Wir sind jetzt 9 Monate her und ich weiß immer noch nicht, wer genau diese Leute waren, die mich dort durchsucht haben. Und die Vorwürfe, die sind natürlich weitgehend lächerlich, wie meine Anwälte sagen. Es ist auch keine Anklage erhoben worden bisher. Aber mein Eindruck ist, dass dies ein Manöver war in der Beantwortung meiner Fragen. Und dieses Manöver wurde dann nochmal perfektioniert dadurch, dass Mitte August ich in Deutschland komplett enteignet wurde. Das kann man sich nicht vorstellen. Komplett enteignet heißt, man hat sich hinter meinem Rücken zum Beispiel in meine Wohnungen, die ich habe, das waren 3 Mietwohnungen, in einer wohnt meine Mutter mietfrei. Das sind Mietwohnungen, die ich mir angeschafft habe, weil ich ja seit über 27 Jahren selbstständig bin und keine Rente oder nur sehr geringe Rentenversicherung habe. Und diese Wohnungen sollten meine Rente darstellen. Dort hat man sich hinter meinem Rücken ins Grundbuch eingetragen. Das ist alles arretiert, bis heute arretiert. Und aus diesem Grunde habe ich dann Deutschland verlassen. Ich bin nicht geflohen, sondern ich habe Deutschland verlassen, weil ich es in diesem Land, unter diesem Regime nicht mehr aushalte. Wow. Vielen Dank für den Einblick.